Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu GPL-Spieltag Nummer 3 gegen Tabasco, aka Aggron Berlin. So, Spieltag 3 geht los, okay? Wir stehen aktuell 1-1, wir sind auf dem 5. Platz und Tabasco ist auf dem 3. Platz. Teambuilding kam gestern online, schaut es euch auf jeden Fall an. Und ansonsten, die Live-Version wird es dieses Mal wieder unten in der Videobeschreibung geben. Ich hoffe, dass ich die nachkommentierte Version rechtzeitig online bekomme. Wenn nicht, seht ihr jetzt erstmal nur die Live-Version. Und die nachkommentierte Version kommt im Nachhinein online. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollen den Kampf sehen. Und ich würde sagen, wir kommen zur Team-Preview. Ihr wisst ja, gerade wenn ihr beide Team-Buildings gesehen habt, dass wir beide unser Matchup nicht ganz so gut einschätzen konnten. Und ich total die Miss-Predictions hatte. Es war wirklich schlimm. Aber es ist okay. Das Problem ist halt nur, dass ich jetzt viele Strategien habe, die auch zum Beispiel auf Meditalis aufgelegt sind oder gegen Keifel oder gegen sonst irgendwas und der hat die einfach alle nicht dabei. Das heißt, das ist schon mal ein kleines Problem für mich. Auf jeden Fall liege ich hier mit Cobalion und er mit Zoroark. Ich bin zwar gut darin, Zoroark einschätzen zu können, allerdings ist es trotzdem, gerade wenn man damit leadet, immer ein bisschen schwierig, aber ist in Ordnung. Schaut euch aber gerade bezüglich der ersten Runde gerne die Live-Version an, beziehungsweise wenigstens dort die Situation, das ist wirklich interessant. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem Kampf. So, ich habe Tabasco auf jeden Fall als einen starken Gegner eingeschätzt. Er hat letzte Season in der zweiten Liga die GPL gewonnen. Dementsprechend ist er auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Sein Kader diese Season ist allerdings nicht so krass. Aber trotzdem konnte er sich bisher ja relativ gut damit beweisen. Er hat noch keine Niederlage. Und er leadet hier mit, wie gesagt, Zoroark. Ich habe lange darüber nachgedacht, dass es vielleicht doch Funeris sein könnte. Deswegen hatte ich auch lange überlegt anzugreifen. Schlussendlich habe ich mich trotzdem dazu entschieden, in Alola Knogger rauszugehen, weil ich damit relativ safe gegen Voltolos bin. Weil ich mir gedacht habe, er wird in der ersten Runde nicht für Finsteraugen gehen. Da kommt jetzt das Flammenwurf und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, er muss Zoroark sein und er muss gesashed sein. Sonst hätte er sich nicht getraut, gegen Cobalion drin zu bleiben. Deswegen gehe ich direkt raus in Milotic, weil mit Milotic kann ich auch die Unlichtattacken gut abfangen. Wir sehen ja jetzt auch die Finsteraura, die direkt darauf hinkommt. Und ja, die können wir auf jeden Fall relativ gut wegstecken. Zumindest haben wir keinen Mon, mit dem wir es besser wegstecken könnten. Deswegen, Milotic ist hier auch relativ wichtig, gerade für Zoroark, weil da haben wir eigentlich immer einen relativ guten Switchen. So, er geht jetzt raus in Tektas und ich bin für Siedewasser gegangen. Ich habe natürlich gehofft, dass ich den Burn bekomme, aber irgendwie mein Siedewasser burnt ja alle 300 Jahre mal. Deswegen haben wir auch hier den Burn nicht bekommen. Können ein bisschen mit Leftovers ein wenig uns hochheilen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, okay, was will Tektas machen? Ich habe über Rumpler predicted, bin deswegen für Genesung gegangen. Allerdings geht er direkt für die Stachler, weil er spielt nämlich ein Hyper-Offensive-Team mit Stachlern, also mit Stachler-Tektas, was ich ziemlich cool finde. Allerdings, also die Idee hinter dem Team finde ich cool. Allerdings bin ich jetzt in einer, ja, nicht komplett schlechten Situation, aber sie könnte auf jeden Fall besser aussehen. Ich vergifte auf jeden Fall jetzt hier erstmal Tektas, weil ich das langsam runtergechippt bekomme. Und ja, mit Scald wird es einfach viel zu lange dauern, auch wenn ich dann den Burn bekomme, deswegen. Und das Toxin auf Tektas drauf zu haben, ist auf jeden Fall auch nicht bad. Jetzt muss ich einfach nur noch Tektas so weit runterhauen, dass es durch die Fähigkeit Rückzug, heißt sie, glaube ich, rausgewechselt wird. Allerdings hat er noch den Blutsauger und ja, dadurch kann er sich nochmal ordentlich recovern. Ist nicht ganz so schlimm für uns, wenn wir das Match relativ gut handeln. Ist aber auch schwierig, das halt perfekt einzuschätzen, weil er hat auch noch nicht die dritte Lade Stachler rausgelegt und ich habe mir halt häufig gedacht, ah, vielleicht geht er jetzt für Stachler und dann kommt er auf die 50% und wird dann rausgewechselt. Aber er ist hier weiter noch Blutsauger gegangen. Und wie gesagt, ist halt voll in Ordnung. Wir können immer auf einer guten Range bleiben, weil er sowieso irgendwann rausgewechselt wird. Und ja, wir kriegen jetzt wieder Leftovers Recovery, ja, wieder Giftschaden. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt hier für Siedewasser. Ich werde ihn damit wahrscheinlich nicht unter 50% bringen. Und er kann dann die dritte Lade Stachler rauslegen und durch das Gift wird er dann rausgewechselt. Deswegen gehe ich für Siedewasser. Er ist ganz knapp, nicht unter 50%. Geht allerdings nochmal für Blutsauger, wodurch er keine dritte Lade Stachler bekommt. Wir sind super gut angechippt. Und da muss ich halt hoffen, okay, dann lass bitte wenigstens das Gift Tektas nicht unter 50% bringen, sodass er rausgewechselt wird. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Er kommt unter die 50% und wird rausgewechselt. Jetzt ist mein Milotic in einer relativ schlechten Position. Und Tektas, ja, ist halt okay. Und er hat trotzdem die zwei Laden Stachler draußen. Aber
machst du nichts. Hier geht er jetzt mit Voltolos für Kehrtwende. Hier habe ich lange überlegt, ob das vielleicht Zoak oder Voltolos sein könnte. Im Nachhinein hat er mir gesagt, dass es Voltolos war. Er hat sich trotzdem nicht getraut, für die Elektroattacke zu gehen, einfach weil ich Knorr gehabt. Deswegen ist er für die U-Turn gegangen. Und ich bin direkt für den Ice Beam gegangen. Und er ist in Latias rausgegangen. Das heißt, wir bekommen hier super guten Damage schon mal auf Latias. Und eigentlich müsste ich alles, außer ein komplett speziell offensive Draco Meteor von Latias tanken können. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, hier drin zu bleiben, weil sollte ich Milotic verlieren, wäre das okay, weil er auf minus 2 ist und ich mir dann eine gute Situation ergattern kann, mit der ich in Brutalanda rausgehen kann. Er geht jetzt hier für die Psychokinese und bekommt einen Crit. Und der Crit hat halt super hart gemattert. Und dadurch ist Milotic tot. Und das schränkt viele Sachen sehr stark ein, weil Milotic halt einfach mein defensivstes Pokémon war. Allerdings kann ich hier jetzt raus in mein Tapu Bulu gehen. Denn mit Tapu Bulu haben wir viel Ender, können ihn damit super viel Damage machen. Und er entscheidet sich hier auch rauszuwechseln. Ich habe in der Live-Aufnahme gesagt, der geht hier halt zu 100% im Panzerion raus. Aber ich habe viel zu viel Schiss, das zu predicten, weil ansonsten ist Latias einfach in einer zu guten Position. Ich wollte ihm hier kein Setup oder sonstiges ermöglichen. Die Bruchrüstung aktiviert sich und jetzt kommt auch schon was ziemlich Interessantes. Und zwar, er ist jetzt Def minus 1 und Speed plus 2. Mein bester Play wäre es hier, für die Steinkante zu gehen. Allerdings wechsle ich raus in Brutalanda, weil ich mir gedacht habe, okay, durch den Bedroher und so weiter kann ich eigentlich alles relativ gut tanken. Das Problem dabei nur ist, er geht für Schwertanz, ist eigentlich auch noch voll okay. Nur ich habe im Damage-Kalk nicht daran gedacht, dass Bedroher mitgerechnet wird und habe dann auf plus 1 gemacht und nicht auf plus 2. Dementsprechend macht er mir über 50%, was jetzt super schlecht ist. Allerdings könnte ich ihn mit dem Feuersturm killen, aber er hat noch die Ockerberry, okay? Ist halt auch super RIP und wir bekommen den Burn. Das ist halt so bitter für ihn, weil ab diesem Zeitpunkt, wenn ich nicht den Burn bekommen hätte, hätte er mindestens 3 Pokémon von mir mit Panzerion killen können. Er wäre dann irgendwann am Recoil gestorben, weil er hat nämlich noch Sturzflug im Set. Das heißt, er hat Sturzflug, Eisenschädel, Schwertanz und ich weiß nicht mehr, was der letzte Move war. Ich glaube, den hatten wir sogar schon gesehen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall haben wir ihn geburnt und wir sind jetzt in der guten Position, uns hochzuheilen, wenn er uns nicht flincht, was zum Glück nicht kam. Er geht weiter für den Irad. Wir kommen jetzt dazu, sogar noch fürs Auflockern zu gehen. Das heißt, wir bekommen sogar noch die Stachler weg, was halt auch übel gut ist. By the way, was man eben auch gesehen hat, durch den Roost landet Brutalanda kurz auf dem Boden und kriegt so noch Grassy Terrain Recovery. Auch super gut. Und ja, wir sind weiterhin in der Position, in der wir uns hochheilen können, solange er uns nicht flincht. Und er kriegt halt keinen einzigen Flinch raus. Und in dem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, okay, so einen Flinch würde ich ihm schon irgendwie gönnen. Aber natürlich will ich das nicht, weil sonst bin ich wieder in einer schlechteren Position. Das wäre halt super sad. Und ich hätte mich so gefreut, wenn seine Strategie aufgegangen wäre, weil es ist halt eine super gute Strategie. Aber es funktioniert leider gar nicht. Er kriegt keinen einzigen Flinch oder sonst irgendwas. Und wir haben mittlerweile Brutalanda wieder auf vollen KP. Das heißt, ja, war zwar komplett gegen Meditalis ausgelegt, das Brutalanda, aber hey, gegen Panzeron hat es doch noch funktioniert. Ich habe ja auch wirklich nur den Fire Blast für Panzeron draufgepackt. Und von daher passt es. Sturzflug sehen wir jetzt hier nochmal. Dadurch killt er sich selber. Ist okay. Und wir gehen hier natürlich wieder für Ruheort. Weil wir wollten halt Brutalanda auf jeden Fall auf vollen KP behalten. Das ist halt wirklich wichtig. Weil Brutalanda kann halt noch übel viel machen. Kann ich in super viele Sachen noch reinswitchen. Jetzt, wo Milotic tot ist, habe ich sowieso gar nicht mehr so viele Optionen. Er geht hier jetzt raus in sein Wolverock. Und es ist zwar risky, in Cobalion rauszugehen, weil er könnte potenziell Schlagbohrer spielen, was er auch auf jeden Fall tun wird. Ich meine, ich habe das Grassy Terrain. Ich glaube, es kann sowieso kein EQ, aber trotzdem ist er hier safe geblieben und für die Steinkante gegangen, weil er war wirklich in keiner Position, in der er hier safe für Schlagbohrer gegen Brutalanda gehen konnte, weil dann wäre das Match over gewesen. Aber naja, er ist jetzt hier für Steinkante gegangen. Es hat fast keinen Damage gemacht. Ich gehe jetzt sogar nochmal für die Rocks, auch wenn er potenziell für den Schlagbohrer hätte gehen können. Aber die Rocks draußen zu haben, ist auch super nice, weil ich habe mir gedacht, er müsste auf Latias Defog spielen. Und wenn er auf Latias kein Defog spielt, dann sind die Steine auf jeden Fall super, super nice. Wir gehen jetzt hier nochmal für die Steinkante gegen Tektas, nachdem er für die Wasserdüse gegangen ist, und kriegen Tektas auch noch down. Und damit steht es 5-4. So, die Rocks sind draußen und er geht jetzt raus in Latias. Die Sache ist die, Z-Steinkante macht maximal, lass mich nicht lügen, 48%. Das heißt, wir können ihn safe nicht killen. Und ich will ja auch nicht riskieren, ihn irgendwie
sich hochboosten zu lassen. Das ist halt so die Sache, wovor ich immer noch Angst hatte, dass Latias sich hochboostet. Ich habe hier jetzt allerdings mit dem Auflockern gerechnet, aber er geht für den Delegator und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, er wird wahrscheinlich kein Defog spielen. Wir haben bisher gesehen, Psychokinese und Delegator. Heißt dementsprechend, hatte ich immer noch Angst für Calm Mind. Allerdings geht er jetzt hier für Genesung und ich habe Sneeble potenziell in meinem Team haben können. Das heißt, er wird kein Calm Mind oder sonstiges spielen. Das heißt, er hat zwei Attack-Moves. Und jetzt ist die Frage, was ist sein zweiter Attack-Move? Ist es vielleicht Draco Meteor oder sonst irgendwas? Wir können jetzt auf jeden Fall gegen seinen Delegator für Holzhammer gehen, weil wir kriegen, ich glaube, mit Holzhammer machen wir irgendwie 42% oder so. Das heißt, wir kriegen seinen Delegator damit safe immer kaputt. Allerdings kann ich ab diesem Zeitpunkt nicht weiter für den Holzhammer gehen, auch weil ich den Recoil-Damage nicht unbedingt haben möchte. Deswegen gehen wir hier weiterhin für Feelender. Ist natürlich risky, weil wir missen können, aber bisher hat halt noch nichts gemisst. Kein Feelender, keine Steinkante, kein gar nichts. Das Einzige, was halt ätzend war, war halt der Crit auf Milotic und halt der Burn auf Panzeron. Er geht jetzt raus in sein Voltolos, das sehen wir auch an dem Tarnstein-Damage und wir gehen weiterhin für Feelender. Die Sache ist die, Schlammwoge kann uns hier potenziell killen, aber ich wollte ihn hier auf keinen Fall mit Ränkeschmied irgendwie sich hochboosten lassen. Allerdings spielt er zum Glück nur die Lichtkanone und dadurch, dass wir die Assault Vest tragen, tanken wir die halt easy, okay? Und hier sehen wir auch eine Schlammwoge, hätten wir auch tanken können. Hier kommt jetzt der Holzhammer, weil der reicht safe gegen Voltolos aus und damit haben wir einen super heftigen Fredback. Er war by the way auch Choice Scarf. Ich habe ja schon von vornherein im Teambuilding gesagt, er muss entweder Choice Scarf spielen oder sie Nasty Plot. Allerdings hat er sich fürs Choice Scarf Set entschieden und dementsprechend bin ich super, super happy, dass wir das rausbekommen haben, weil es wäre noch extrem gefährlich geworden. So, hier kommt jetzt sein Wolverog raus, beziehungsweise sein Zorak und er geht für Flammenwurf. Und Flammenwurf hätte Max Damage 91 KP machen können, das heißt, er hat eine übelste Max Roll bekommen. Ansonsten hätten wir hier mit Tapu Bulu auch noch Zorak rausnehmen können. Allerdings ist es okay, weil wir haben noch Mega Diancy und er kann nichts auf unser Moonblast rauswitchen. Wir sind schneller als Zorak, das heißt, wir kriegen Zorak safe down. Sollte er in Latias rausgehen, geht Latias down. Und sollte er in Wolverog rausgehen, geht Wolverog down. Das heißt, den Kill hier nehme ich mir auf jeden Fall. Wir mingern uns, gehen für Moonblast. Und durch die Tarnsteine haben wir auch zum Glück seinen Fokusgurt angebrochen, denn er hat HP Steel auf seinem Zorak drauf gehabt. Und dementsprechend können wir hier auch seinen Aldi Ost, aka Zorak, rausnehmen, by the way. Forsk, ich liebe dich für den Namen. Richtig sick. So, er geht jetzt hier raus. Latias muss jetzt hier natürlich den Speed High eingehen. Wir kennen immer noch nicht seinen letzten Move. Und er gewinnt den Speed High, geht für die HP Steel und nimmt damit meinen Mega Dance hier raus. Da war ich ein bisschen, okay, ist jetzt nicht so geil, aber kann man auf jeden Fall noch mitarbeiten. Ich gehe jetzt raus in meinen Knogger, weil jetzt, wir haben alle seine Moves gesehen, wir haben Psychokinese und HP Steel gesehen und wir sollten eigentlich beide Moves tanken, solange er keinen Crit bekommt. Er geht für die Psychokinese und wir überleben es ganz knapp mit 25 KP, können für Schattenknochen gehen und Latias rausnehmen. Bleibt nur noch Wolverog. Und Wolverog, ich kann es jetzt eigentlich nur noch choken, wenn er für Schlagbohrer geht und ich gehe raus in mein Cobalion. Und die Sache ist die, ich wollte hier auf jeden Fall rauswechseln. Allerdings wollte ich mir vorher noch den Bedroher holen, bevor ich in mein Cobalion rausgehe. Sollte er jetzt für Stone Age gehen, wäre das voll in Ordnung gewesen. Allerdings bekommen wir hier nochmal den Bedroher raus und er geht für den Schlagbohrer bei. Er hat auch zu mir im Nachhinein gesagt, ihm ist es egal, was für ein Ergebnis am Ende bei rauskommt. Wenn er noch die Chance hat zu gewinnen, wenn ich es vielleicht choke, dann nimmt er das auf jeden Fall in Kauf. Aber dementsprechend kann er uns hier mit der Steinkante nicht killen. Wir gehen für Draco Meteor und können Wolverog damit aus dem Spiel nehmen. Und damit gewinnen wir den Kampf gegen Tabasco 3-0. War super. Also es war ein echt guter Kampf, meiner Meinung nach. Es gab sehr entscheidende Hacks, was halt nicht so geil war. Es gab den Crit gegen Milotic, der halt für mich nicht so cool war, weil dann hätte er sich mit Panzeron nicht setupen können. Es gab den Burn gegen Panzeron, der halt für ihn... Also ich glaube, das war das Schlimmste von allem, weil dann hätte er noch Knogger und Cobalion rausnehmen können. Er wäre halt dann am Recoil gestorben, aber es wäre halt trotzdem super sad für mich. Weil ich weiß nicht, ob ich dann zu 100% verloren hätte, aber es wäre auf jeden Fall kritischer geworden. Und hätte ich Mega Diancie im Speedtime nicht gegen Latias verloren, hätte ich das Ganze sogar... 4-0 gewonnen, was auch sick gewesen wäre. Aber ist okay. Wir haben jetzt heute die Chance, potenziell Zweiter zu werden, was auch ziemlich nice ist. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Trotzdem war es ein super, super nicer Kampf. Schaut auf jeden Fall bei Tabasco vorbei. Ist ein so cooler Typ, okay? Ich liebe seine Kämpfe, ich liebe seine Teambuildings. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Würde mich super freuen.
Lasst ihm gerne liebe Grüße da. Und ja, die Soul Sealer stehen damit 2-1. Super, super sick. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Kämpfe. Nächste Woche geht's ran gegen Lauris. Wird auch interessant. Aber seien wir ehrlich, es wird ziemlich easy. Okay, gut. Ansonsten, ja, war's das mit dem GPL-Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.